Diese Aufnahmen aus dem Jahr 2019 zeigen, wie ausgelastet der Parkplatz am ehemaligen Pferdemarkt in aller Regel war. Nach gut 20 Jahren zeichnete sich hier zunehmend ein noch größerer Bedarf an Stellflächen ab. Die Nähe zur Innenstadt und das knappe Parkplatzangebot in der Innenstadt sind ein Grund dafür. Die verkehrstechnische Lage an zwei großen Zufahrtsstraßen ein weiterer. So begann die Neuwoges im vergangenen Frühjahr ganz dem städtebaulichen Rahmenplan entsprechend mit dem Bau eines modernen Parkhauses an diesem Standort. Seit der Grundsteinlegung im Juni 2021 wuchs das Gebäude mit seinen 5 Parkgeschossen beeindruckend zügig heran. Der Rohbau war Anfang 2022 bereits fertiggestellt und es schloss sich die Montage der Dach- und Fassadenelemente an. Die das Parkhaus inzwischen schon prägende offene Aluminiumprofilfassade erspart aufwendige Belüftung und verleiht dem knapp 100 Meter langen Gebäude nach außen dennoch eine geschlossene, moderne Ansicht. Der Generalübernehmer für dieses Bauprojekt, Goldbeck, ist ein Spezialist für Parkhausbauten und realisiert diese individuell und passgenau aus in eigenen Werken vorproduzierten Beton- und Stahlbauelementen. Aber nicht nur die ausgefeilte Technologie mit Fertigteilen spart Zeit. Auch eine gut geplante Logistik ist ein Muss. Die Anlieferung erfolgte just in time. So war es möglich, dass wir nicht zwischenlagern mussten und aufgrund der vorgefertigten Bauweise unserer eingespielten Teams in Bestzeit dieses Gebäude hochziehen konnten. Ein Gebäude, für das jetzt und in den nächsten Wochen der Innenausbau in vollem Gange ist. In der untersten Ebene wird noch gepflastert. Auf allen Parkebenen müssen zudem Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Technik für die Stromversorgung und für Lüftungs- und Sanitäranlagen wird installiert und die Treppen- und Aufzugshäuser werden gemalert. Am 21. Januar war es dann höchste Zeit, diese abschließende Bauphase mit einem traditionellen Richtfest einzuläuten. In Corona-bedingt kleinem Kreis gewährten Neuwoges und Goldbeck Vertretern von Stadt, Nachbarunternehmen und Presse Ein- und Ausblicke. Künftig wird mit knapp 650 Stellplätzen im und um das Parkhaus die einstige Parkkapazität am Standort Pferdemarkt mehr als verdoppelt. Die Stadt Neubrandenburg als Oberzentrum hat ja auch einen Versorgungsbedarf, deckt sie für das weitere Umfeld. Das heißt, die Menschen, die von draußen kommen, können hier gut und sicher parken. Wir haben dadurch eine gewisse Entlastung in der Innenstadt. Wir haben hier an dem Standort auch die Möglichkeit, sowohl die Verwaltungsstandorte der Stadtverwaltung und auch des Landkreises zu bedienen. Die Verwaltung, die Angebote der nahen Innenstadt, aber auch die umliegenden Unternehmen werden dieses Parkhaus auslasten. So begrüßen die direkten Nachbarn Webasto und AOK die bald zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Also wir sind super begeistert. Also nicht nur, dass es für die Stadt eben auch ein absoluter Gewinn sein wird, sondern eben auch für uns als Arbeitgeber. Wir, unsere Mitarbeiter, werden wieder mehr Parkplätze zur Verfügung haben. Das war jetzt ein Manko in der Bauzeit natürlich auch. Und natürlich auch für unsere Kunden. Also wir haben zwar ein kleines Maß an Kundenparkplätzen, aber man hat dann eben doch auch oft gehört, Mensch, ist gar nichts frei, wo kann ich denn jetzt parken? Und da, glaube ich, ist das hier eine super Alternative. Gerade auch, ich sage nochmal, die öffentlichen Toiletten, die ja hier auch immer so ein Thema sind. Also das sehe ich hier echt als Riesengewinn, nicht nur für uns, sondern eben ja, für alle, die hier ringsherum beteiligt sind. Nicht allein mit der Bereitstellung von mehr Stellflächen agiert die Neuwoges mit diesem rund 9,8 Millionen Euro kostenden Parkhausneubau in die infrastrukturelle Zukunft der Viertore-Stadt hinein. Das Projekt fügt sich auch in die Konzernstrategie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität mit ein. Wir werden insgesamt 10 Ladepunkte als Normallader direkt im Parkhaus haben, wo also das Auto witterungsgeschützt geladen werden kann, und werden zudem im Außenbereich einen sogenannten Schnelllader errichten mit 2 Ladepunkten, der insgesamt 150 kW Ladeleistung hat. Das heißt, dass ein heute am Markt verfügbares Auto da auch in einer sehr annehmbaren Geschwindigkeit wieder aufgeladen ist.
Ergänzt wird die Ladeinfrastruktur durch eine Photovoltaikanlage, die in mehreren Ausbaustufen auf der Dachfläche installiert werden wird und deren erzeugte Energie dann in den Betrieb des Gebäudes einfließt. Die Fertigstellung des Parkhauses Pferdemarkt ist für April geplant. Es wird dann auch die Neuwoges Parkleitzentrale für die gesamte Parkraumbewirtschaftung des Konzerns beherbergen.